Hallöchen Nachbarn! Willkommen zurück bei Bioshock Infinite. Wir haben gerade eine ganze Menge böse Buben zerhäckselt und stellen uns jetzt dem großen Finale von dem Typi hier. Wobei ich ja hoffe, dass das noch nicht das Ende von dem Spiel ist. Das wäre ein bisschen enttäuschend. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Oh, hübsch. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Ja, klar. Comstock hat ein Kind? In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Ausgerechnet die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Ja, Mäuschen. Nu? Weiter? Ach, das ist doch jetzt schon wieder... Nee, wir bleiben hier beim MG. Ui! Hübsch. Das ist mein Turm. Seht, Daisy Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben. Doch das Kind bekommt sie nicht. Sie tritt nicht zwischen sie und die... Oh, Mülltonne. Oh. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Bin ich? Du bist Comstocks Tochter. Nein, unmöglich. Nein. Er will, dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund. Das heißt nicht, dass ich einen bekomme. Cooles Mädel. Aber auch ein bisschen krank hier, so ein bisschen... hat was von Rapunzel, ne? Schön in dem Turm da gefangen halten. Ah, jetzt geht's mit einer Haarnadel. Ist klar. Elizabeth. Ein bisschen Story. Freigebigste aller Seelen. Kein Schmerz, den ich ihnen verweigert ja. hätte. Cool. Kein Verrat, den ich nicht freudig an ihnen. Die Mittelalter-Version. Und als ich die Herzen aller, die mich lieben, des brennenden Kaminfeuers auf DVD. Da sprach der Prophet. Du kannst nichts tun, wofür ich dir nicht vergeben würde. Denn Gott hat mir die Sehergabe verliehen. Und durch seine Augen betrachtet, wirst selbst du geliebt. Money, 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 money. Okay. Ey, sorry, dass ich hier so rumlaufe, aber ich will halt nichts verpassen vom Blut. Die Rache des Propheten. Der Prophet, Träger des Schwertes, brachte seinen Zorn über Daisy Fitzroy und die Vox Populi. Er verfolgte sie bis heute ohne Unterlass. Schokoriegel! Ih! Ach ja, kann man da hin? Ab! Ah, nö. Uiuiui. Ich passe durch die Stäbe, aber sie sind zu breit. Ich gehe mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen. Mädel, mach keinen Scheiß. Da. Ist das? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ah, ein Frachthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. Okay, sagen Sie es, wenn ich den Frachthaken holen soll. Ja, der da. Schon dabei. Ich spüre, dass da noch mehr sind. Immer wenn ich
unruhig werde, tauchen die Risse auf. Booker, sehen Sie diese Risse? Die könnten wir gegen Slates Männer einsetzen. Durch diesen Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Wir sehen da! Geschütz, schnell! Hab ich auch. Boah, komm hier. Der hat gesessen. Oh, fuck. Scheiß Idee. Jetzt sind die anderen weg, oder was? Nein! Komm hier, mach den... Ich will den Haken wieder haben. Mädel, ich brauch einen Haken. Oh Mann, die zerbämsen hier alles, ey. Oh. Oh. Boah. Comstocks Schoßhündchen hat tolle Tricks auf Lager. Ja. Weißt du, was du da hast? Ich bin einfach nur gut, Mann. Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Slate! Das schießt doch jetzt bestimmt auf mich. Das ist schon ganz cool. So. Oh, war da noch was? Ja, hier. Magazin für... Nee, brauchen wir nicht. Ist Quatsch. Ist Quatsch. Halt die Augen auf nach dieser Shock-Jockey-Kraft. Panzerfaust, Präzisionsgewehr. Na. Ah, nö. Oh, das ist natürlich geil. Ich mag ja die Beherrschung. Jawohl. So, Moment, Mäuschen. Hops. Danke. Das Lamm ist die Zukunft der Stadt. Kennen wir das schon? Der Spross des Propheten wacht vom Monument Island aus über uns. Ach, siehst du das Lamm? Wann kommt sie zu uns? Heute. Nur der große Prophet weiß es mit Sicherheit. Andy. Seht das Wunderkind, eine Prophezeiung wird wahr. Nach nur 7 Tagen in Lady Comstocks Schoß kommt das Wunderkind zur Welt. Lady Comstock ist die richtige Mutter für dieses Wunder. Die Zukunft unserer großen Unternehmung liegt in ihren kleinen Händen. Ende. Ach ja. Uah. Alter, was ist denn hier los? Oh. Comstock uns machen. Mit Däten und Hebeln, statt Köpfen und Herzen.
gucken wir uns erstmal das Ding hier an. Ganz entspannt. Eine Stadt trauert. Oh nein, Lady Comstock. Lady Comstocks Grab in Emporia wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Da liegt sie. Columbia wird ihr Opfer niemals vergessen, verehrte Lady. Ende. Was? Willst du mich... Das war's. Siehst du, Booker? Vielleicht bist du doch der, den ich kannte. Wow, was ist das? Es spielt keine Rolle. Geil! Comstock hat unsere Geschichten und unsere Seelen ausgelöscht. Jetzt will er mich kriegen. Und wenn ich weg bin, bleibt nur noch die Lüge. Gib uns einfach, was wir brauchen. Och, das gefällt mir gar nicht hier. Ih, was ist denn das hier? Du musst ein Schloss knacken. Hm, mal schauen. Mach's doch mit links. Zing! Schön. Ja. Aus dem Weg. Was ist denn das hier? Fünf Stück, ja, komm. Kein Problem. Kein Problem. Erledigt. Ja, 267. Plong. Danke dir. Der Laden wurde geplündert. Hier gibt es keinen Schockjockey. Slate muss es mitgenommen haben. Da. Ist das... Slate. Er ist hier. Ach du Scheiße, ey. Eieieiei. Was ist das? Comstocks Schiffe. Huch. Er kommt wegen Slate. Es war Slate, der bei Wounded Knee für sein Land tötete. Es war Slate, der die Tore Pekings stürmte! Slate! Slate! Comstock kommt, Booker. Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen. Oh nein! Er will uns auch noch in Blech verwandeln! Das lasse ich nicht zu! Oha. Er hat mir meine Vergangenheit geraubt! Aber mehr bekommt er nicht! Gib uns endlich diese Kraft, das muss doch nicht sein! Auf, Jungs! Der Soldatentod wartet! Was macht er denn jetzt? Was hat er jetzt vor? Ein Soldatentod! Ah! Oh, Scheiße! Bom, bom, bom. Du bist nicht der Bunker, der mit den ich kann! Lächeln! Ja. Blechmann! Warum nennt er mich denn Blechmann? Blechmann!
Ja, ist irgendwie nicht so viel Action gerade. Relativ easy. So. Bams, bams. Ach, Mann. Da. Da. Oh, fuck. Scheiße, Mann. Das ist natürlich jetzt sau doof. Wo ist er? Wo ist er? Bams. Die Jungs nicht. Alter, ich brauch Mumpe. Ja, sehr geil. Ich verfehle nie mein Ziel, denn ich sehe durch die Augen des Propheten. Oh, ist mal hier. Ja, jetzt gehört er uns, Mann. Geil. Ja, hoch. Oh, Mann. Der ist schon ein bisschen krass. Ach komm! Alter! Ich verfehle nie mein Ziel, denn ich sehe durch die Augen des Propheten. Bams! Jawohl, geil! Na los, David! Oh, Scheiße! Mit seinen Scheiß. Ich muss da irgendwie hoch. So, wo ist er denn? Kann ich da hin? Nee. Kann ich da hin? Nee. Oh, das ist neu. Pistole? Nee, brauchen wir nicht. Was ist eigentlich Ellie? Ellie? Kann ich hier nicht kaputt machen hier irgendwie? Nö. Ach Mann. Kann ich hier noch hin? Nö. Können wir da unten gucken? Guck mal hier. Nehmen wir das doch mal mit. Und ja, beenden wir den Part hier, würde ich sagen. Im nächsten geht es dann weiter mit der Action. Zumindest hat es den Anschein.
Ach, ich weiß ja auch nicht. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut, Nachbarn. Tschüss.